Papa, was machst du da? Ich löse an die Tür, hast du 20 Minuten Zeit. 3, 7, 1. Und was kann man da gewinnen? Ein Auto. Wow, toll. Was, wir kaufen ein neues Auto? Ich möchte ein rosanes. Nein, wir kaufen kein neues Auto. Jetzt lass mich bitte in Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Okay, komm, Mira. Wir können mit den Puppen spielen. Da komm, ich spiele im Kindergarten. Meine spielt hier mit dem Pferd schon. Ja, ist gut. Und meine kommt jetzt auch. Dann können sie zusammen spielen. So, fertig. Jetzt muss ich dann nur noch ein Foto machen und es einschicken. So, fertig. Ein paar Tage später. So, schnell beeilen. Ich bin ziemlich spät dran. So, den Wocheneinkauf habe ich auch geschafft. Jetzt muss ich schon im Flugkraft werden. So, und jetzt schnell rein. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Ja, bitte, Michael. Danke. Bestimmt wieder nur Rechnungen. Papa, was ist das für ein Brief? Schau. Oh. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe das Auto gewonnen. Das hast du 20 Minuten Zeit tun. Was? Du hast das den Porsche Macan gewonnen? Toll! Wow, super! Papa, wir müssen gleich dorthin gehen, bevor uns jemand das Auto wegnimmt. Ja klar, das machen wir. Und das alte Auto können die Rebers haben. Dann haben sie auch endlich ein Auto. Ja. So, hat ein bisschen länger gedauert mit dem Bus, aber ja. Hallo, wir haben das Sudoku aus der 20 Minuten Zeitung gewonnen. Den Ausweis bitte. Ja, bitte. Danke, ich gebe Ihnen die Schlüssel. Einen Augenblick bitte. So, hier bitte. Und jetzt zeige ich Ihnen das Auto. Danke vielmals. So, dieses Auto ist es. Wow, ist das groß! Ja, und das sieht total schnell aus. Es hat inklusive noch einen Kindersitz drin. Das haben wir alle bei allen unseren Autos. Ah, super mit dem Kindersitz. Es ist alles selbst erklären. Und wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte. Können wir noch mal reingehen? Ich habe vorher noch was gesehen. Ja klar. Sieh mal, Mira, den rosanen Autositz. Möchtest du den haben? Ja, der ist schön. Dann können wir den roten als Ersatz benutzen, falls mal jemand übernachten kommt. Ja, falls Leona kommt und wir einen Ausflug machen, können wir sie mitnehmen. Ja, dann bezahle ich den jetzt. Gerne noch diesen Autositz. Gerne, das macht dann 50 Euro. Ja, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, dann wollen wir noch eine Testfahrt nach Hause machen. Ja! Und wie ist es dort drin? Super gemütlich. So sieht es auch aus. Sieh mal, Mira, wir haben sogar Fernsehgeräte. Toll, nicht? Ja, total cool. So, los geht's. So, jetzt muss ich halt auf die Straße parkieren, weil da der Parkplatz noch besetzt ist. So, jetzt rufe ich gleich Lukas an wegen dem Auto. Ist gut. Hallo Lukas, du wirst nicht glauben, wir haben Porsche Macan gewonnen. Wow, super. Jetzt wollte ich fragen, wollt ihr unser altes Auto haben? Was, euer altes Auto? Ja klar. Super, dann kommt doch gleich vorbei. Ist gut. Und das geht? Ja, klar. Okay, ich komme gleich. Also dann. Tschüss. Tschüss.
Aber sag besser vorher noch der Dora Bescheid. Ja. Und? Sie nehmen es, er kommt gleich vorbei. Deborah, du wirst es nicht glauben, aber die Kettys haben ein Auto gewonnen. Wir dürfen ihr altes haben. Was, wir dürfen ihr altes Auto haben? Super! Und wann holen wir es? Jetzt gleich. Hallo Lukas. Hallo Michael. Komm, wir gehen gleich noch zu den Autos. Wow, dieses Auto, das habt ihr gewonnen? Ja, genau. Super. Und dieses Auto gehört jetzt dir. Wow, und ihr wollt wirklich kein Geld dafür? Nein, das schenken wir euch. Mit dem Auto, das ihr habt, könnt ihr ja keine drei Kinder mitnehmen. Doch komm, hier hast du 100 Euro. Autos kaufen, die schenkt man nicht. Also dann, tschüss. Tschüss. Jetzt haben Nils und Linus auch endlich ein Auto. Dann müssen sie nicht immer mit dem Bus gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Oder schaut gleich beim anderen Video von uns vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.